Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, alle paar Jahre wieder treffen wir uns hier, um über die Tarifanpassungen für die Beamtinnen und Beamten zu reden. Die Tarifverhandlungen haben begonnen, einige Runden sind bereits gelaufen. Was wir darüber jedoch hören, das bekümmert uns. Die GdP schrieb im Anschluss zum Gespräch am 20. April 2017, das Angebot des Finanzministers ist wohl ein schlechter Scherz. Und die Kolleginnen und Kollegen erwarten mehr als Brotkrumen von der Landesregierung. Wir fordern die zeit- und wirkungsgleiche Übernahme der Tarifergebnisse für die Beamtinnen und Beamten des Landes ohne Wenn und Aber. Und da schließen wir durchaus die Abzüge für die Versorgungsrücklage ein. Und Herr Kollege Gundlach, Wortklauberei zu den Begriffen wirkungsgleich und zeitgleich lassen wir Ihnen hier heute nicht durchgehen. Das bedeutet für uns das Gleiche. Und gern hätten Sie jederzeit die Gelegenheit... Einen Moment, Frau Rösler. Wenn wir uns schon darauf vereinbaren, dass wir jetzt hier einen Zusatztagesordnungspunkt noch absolvieren, dann erwarte ich die gleiche Disziplin von allen... Wir können jetzt auch gerne die Sitzung unterbrechen, damit Sie sich hier erstmal austauschen. Jetzt unterbreche ich die Sitzung für 5 Minuten und bitte die parlamentarischen Geschäftsführer nach vorne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da hier noch niemand fluchtartig den Raum verlassen hat und ich den parlamentarischen Geschäftsführern das auf den Weg gegeben habe, was hier zu sagen war, bitte ich wieder die Plätze einzunehmen, dann kann die Rednerin hier fortfahren. Frau Rösler, Sie Frau haben das Präsidentin, Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Gundlach, Wortklauberei zu den Begriffen wirkungsgleich und zeitgleich lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das bedeutet für uns das Gleiche und gern hätten Sie jederzeit eine Änderung hier vorschlagen können. Und wenn nicht anders, würden wir diese Änderung vornehmen. Wir unterstützen die Gewerkschaften des Landes, etwa auch die der GdP. Auf dem 7. ordentlichen Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei sprachen sich neben den Gewerkschaftsvertretern und dem Vertreter meiner Fraktion zu unserer großen Überraschung auch der Innenminister und die Vertreter der SPD- und CDU-Fraktionen ganz klar für eine zeit- bzw. wirkungsgleiche Anpassung aus. Herr Cafier schloss sich dieser Aussage mit den Worten an, wer jeden Tag seinen Kopf für die Menschen in unserem Land hinhält, der muss auch anständig bezahlt werden. Und Herr Dachner von der SPD-Fraktion versprach, sich für eine zeit- und inhaltsgleiche Anpassung einzusetzen. Ich zitiere, er sagte, 1:1 kann es nur sein. Meine Damen und Herren, na dann sollte ja alles klar sein und einer zeit- und wirkungsgleichen Anpassung, meinetwegen auch zeit- und inhaltsgleichen Anpassung, nichts mehr im Wege stehen. Mein Kollege Ritter hat dann auf eben diesen Delegiertentag auch angeboten, einen gemeinsamen Antrag mit SPD und CDU im Landtag zu stellen, um der Forderung eben Nachdruck zu verleihen und der Landesregierung einen entsprechenden Auftrag zu erteilen. Wir zumindest haben Wort gehalten und der SPD und der CDU-Fraktion unseren Antragsentwurf vorab zugesandt. Aber es gab seitens der Koalition keine Bereitschaft,
zu einer gemeinsamen Initiative und einer gemeinsamen Formulierung. Wir sind gespannt, wie Sie Ihre Verweigerung heute nun begründen werden. Meine Damen und Herren, Sie gehen wohl alle mit, wenn ich sage, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine sehr gute, eine sehr engagierte Arbeit leisten, Angestellte und Beamte gleichermaßen. Die Wertschätzung für die geleistete Arbeit darf aber nicht nur in Sonntagsreden zum Ausdruck kommen. Die Haushaltslage des Landes ließe es durchaus zu, die Tarifeinigung für Angestellte auch für die Beamtinnen und Beamten zu übernehmen. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass Mecklenburg-Vorpommern um die Gewinnung kluger junger Köpfe für den öffentlichen Dienst mit anderen Bundesländern konkurriert, müssen wir diesen Schritt gehen. Meine Damen und Herren, was ist mit dem Gleichklang von Tarif und Besoldung, von dem die Landesregierung noch 2011 sprach? Den brauchen wir wieder, wenn Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb um die klügsten Köpfe mithalten will. Wer genau hinschaut, der weiß, dass die Beamtenlaufbahn in Mecklenburg-Vorpommern wahrlich nicht das beste Angebot im Bundesvergleich darstellt. Das Höchstalter für die Verbeamtung wurde runtergesetzt und seit 2013 gibt es Nachteile bei der Besoldungsentwicklung im Verhältnis zu den Angestellten. Den Gleichklang von Tarif und Besoldung wieder aufzunehmen, wäre ein guter, ein richtiger Schritt, die Beamtenlaufbahn wieder attraktiver zu machen. Es geht um Anerkennung und es geht um Respekt. Im Übrigen werden nahezu alle Bundesländer das Tarifergebnis übernehmen, wenn auch einige zeitlich verzögert. Vereinzelt wurde sogar darüber hinausgegangen. Ich nenne nur Brandenburg oder Sachsen. Seit Jahren werden Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut. An allen Ecken und Enden fehlen mittlerweile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weniger Kolleginnen und Kollegen müssen immer mehr leisten, gehen auch an ihre Leistungsgrenzen und immer öfter auch darüber hinaus. Der Krankenstand in den Finanzämtern, die Überstunden bei den Kolleginnen und Kollegen der Polizei wachsen Jahr um Jahr an. Es wird Zeit, den Kolleginnen und Kollegen mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Meine Damen und Herren, aber wie bereits erwähnt, lässt es die Haushaltslage doch auch durchaus zu, das, was recht und billig ist, auch umzusetzen. Da steckt also durchaus Potenzial. Also, meine Damen und Herren, stimmen Sie unserem Antrag zu. Und ich möchte schon jetzt ankündigen, dass wir eine namentliche Abstimmung zu unserem Antrag fordern. Und wir sind gespannt, ob es dann einen Änderungsantrag gibt zu dem Wort. Wir hätten damit kein Problem, Herr Kollege Gundlach. Wir möchten vor allem wissen, wie viel das Wort der Abgeordneten auf dem Landesdelegiertentag der GdP tatsächlich wert war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, wir werden unseren Antrag natürlich nicht zurückziehen, denn wir verstehen ihn vor allem als politisches Signal für den Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung. Und wir sind gespannt, wann dieser Gesetzentwurf den Landtag erreicht. Nun haben wir ja gehört, wie die Landesregierung, insbesondere der Finanzminister, mit der Besoldungsanpassung umgehen will und warum das mit der Besoldungsanpassung so schwierig ist. Offenbar ist das in allen anderen Bundesländern, in fast allen anderen Bundesländern offenbar nicht so schwierig. Wir wissen, dass die Gespräche oder Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Man kann sich gern auch darüber streiten, ob sie denn überhaupt schon auf Augenhöhe begonnen haben. Und wie gesagt, im Länderkanon fällt das Land Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Sonderweg auf. Ich appelliere deshalb nochmal an Sie, Herr Brotkopp, wenn Sie wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb um die besten und klügsten Köpfe für Mecklenburg-Vorpommern nicht abgehängt wird, dann bleibt Ihnen nur eine 1:1-Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten und natürlich abzüglich der Zuführung an die Versorgungsrücklage. Und an die SPD und CDU appelliere ich, lassen Sie die Versprechungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen auf dem GdP-Tag nicht nur leere Worthülsen sein und unterstützen Sie also unseren Antrag. So gut, ich sage das gerne nochmal, so gut wie alle Länder planen die Bezüge 2017 um mindestens 2% und in 2018 um mindestens 2,35% anzuheben, natürlich abzüglich der entsprechenden Prozentpunkte für die Zuführung zur Versorgungsrücklage.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.